Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Racing-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frey Zockt iRacing. Ich bin mal wieder ein Rennen gefahren, angefixt von einem Livestream, den ich gesehen habe und einem Bekannten, der sehr auf Ovale steht, habe ich Interesse bekommen, mal wieder ein Street-Stock-Rennen zu fahren. Wir sind in Woche 12 der Saison 1 2019 und das Ganze findet statt hier auf dem US International Speedway. Oder auch Lakeland genannt. Wir sind hier gerade noch im Practice, bevor das Rennen losgeht. Ich habe im Prinzip das komplette Rennen aufgenommen und ich werde da drin auch gar nicht so viel rumcutten. Aufgrund der Tatsache, weil das ein bisschen so das verfälscht das Spiel zu sehr, finde ich, wenn da drin zu viel rumgecuttet wird jedes Mal. Und man kann das ruhig alles mal sehen, was die Leute hier so für Zeiten gefahren sind. Und dann auch mein Qualifying und dann, wie es Rennen gelaufen ist und dann halt noch ein bisschen gecuttet hinterher. So ein paar, Szenen, sagen wir es mal so. So ein paar Szenen hinterher. Ja, Ovalrennen gar nicht meine Welt. Ich habe einfach mal angewendet, was ich so vor ein paar Tagen für mich raussortiert habe. Wo ich gedacht habe, oh, wieder ein bisschen schneller geworden, wenn ich das so und so mache. Es ist, ist total kirre. Also es ist eine Wissenschaft für sich, schnell zu fahren. Und eine Wissenschaft für sich, Setups zu bauen. Und die beiden Dinge zusammen machen leider Spaß. Hört sich doof an. Aber mir machen sie Spaß. So, endlich ist es soweit. Die Zeit ist überbrückt. Wir können loslegen. Habe ich nochmal aufs Wetter geguckt? Ich glaube nicht. Ich bin einfach rein ins Qualifying. So sieht das Auto von innen aus. Lenkrad ist ausgeblendet, weil habe ich hier vor mir. Ihr seht es hier als kleine Box. Meine Pedalstellung, das ist das Grüne. Nebendran die Pedalstellung, die nicht aufleuchtet. Die ist rot, ist die Bremse. Und das Blau, was ihr da gesehen habt, das ist eigentlich die Kupplung. Da habe ich Autoplip an. Ja, und die Lenkradstellung seht ihr auch da oben. Und jetzt geht's rein ins Qualifying. Das Ganze ist natürlich mal wieder nachkommentiert von mir, weil Live-Kommentieren ist so eine Geschichte. Mache ich bei so Rennen nicht gerne. Erstens fahre ich die meisten so spät, dass ich eh nicht mehr live kommentieren kann. Und zweitens, ich bin beim Fahren lieber aufs Fahren konzentriert. So, weiße Flagge, jetzt kommt die eigentliche Runde. Das andere, das war alles nur Geplänkel, das interessiert mich nicht. Jetzt gehen wir auf die Linie und versuchen hier mit Schwung eine Flotte hinzulegen. Aber wie ihr seht, bin ich so gut rausgekommen, wie ich dachte. Komme jetzt hier nicht so gut rein, wie ich dachte. Dafür komme ich hier saugut raus. Und das Ganze gibt dann eine 23713. Und da sagt er uns, wir wären Dritter damit. Da habe ich so für mich gedacht, ach du Scheiße. Da waren die Streams, die ich gesehen habe, da war die Pole noch nicht mal so schnell. Und jetzt bin ich hier nur Dritter. Er hat gesagt, das kann ja lustig werden. Aber gut, als Number 9 Car auf Platz 3. Heißt mit anderen Worten, ich habe das neunthöchste i-Rating, aber stehe auf Platz 3, weil ich besser bin wie mein i-Rating. Aber auch nur auf der Strecke. Also ich habe die auch gigantisch oft trainiert. Also ich glaube, meine schnellste Zeit habe ich in der dritten Runde auf dieser Strecke gefahren. Und dann bin ich irgendwie spaßhalber nochmal 40 Runden in einem Rennen als Ghost Car mitgefahren, um zu gucken, wie sich das Auto so im späteren Verlauf handelt, weil am Anfang hast du viel Grip. Und später nicht mehr so viel. Und dann habe ich gedacht, ja, gucken wir mal rein. So, da haben wir die Infos. Wir haben Dynamic Sky, aber konstantes Wetter bei. Und dann war es wieder weg. Ich glaube, 26 Grad kann das sein. Ich weiß es gar nicht. Straße ist damit ein bisschen grippy, weil sie kalt ist. Boah, ich habe die Patch Notes gelesen, die in iRacing in der nächsten Saison kommen. Und ich muss euch sagen, ich bin schon wieder hyped. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde wieder kotzen, wenn sie da sind. Erstens muss ich den Skippy neu laden. Der kriegt ein neues Reifenmodell. Neues Reifenmodell bedeutet, alles, was ich über das Auto weiß, ist für einen Eimer. Ja, kann sein, dass sich das nicht mehr so fahren lässt, wie sich die ganze Zeit gefahren hat.
weil jetzt die Verbindung des Autos zum Asphalt ein anderer ist. Das heißt, es kann sein, dass wir Grip verlieren, es kann sein, dass wir mehr Grip haben, es kann sein, dass die Reifen mehr verschleißen oder weniger verschleißen. Also es ist schon das neue Teilmodell, was iRacing gerne auf allen Autos hätte. Das rollen die so nach und nach in Autos aus. Und als nächstes ist halt der Skippy dran. Und jetzt war ich mit Skippy mal einigermaßen schnell geworden und jetzt kommt ein neues Modell. Ich liebe iRacing dafür. Das machen die immer. Ja? Formel 3 kaum verstanden, Update. Formel 3 komplett anders. Ja, wir haben Fehler gefunden. Die Aerodynamik wurde immer auf Maximum gesetzt. Egal, was du einstellst. Hatten sie Aero-Fehler drin? Hatten sie andere Fehler drin? Haben sie ein Patch gemacht? Alles, was sich rausgetestet hat. Für die Cuts. Und das ist auch der Grund, warum ich den M8 ein bisschen skeptisch sehe. Oh, da disconnecten zwei. Und zwar der Platz 4 und der Platz 1 disconnecten. Die haben keinen Bock mehr. Das heißt, wir sind gerade vorgerückt auf Platz 2 in der Startaufstellung, wenn die nicht wiederkommen. Haben die den Namen David Fuentes gelesen und haben sich dann verdrückt? Haben die schlechte Erfahrungen mit denen gemacht? Jetzt hat noch einer ein Disconnect. Ich habe ja auch schon mal überlegt, mich in ein paar Rennen anzumelden. Und dann einfach nicht hinzugehen, damit ich halt iRating verliere. Um mich dann von unten mit meinen neuen erworbenen Fähigkeiten wieder hochzufahren. Also wenn ich könnte und so einen Reset-Button gebe, würde ich den drücken. Und würde nochmal als Rookie mit 1350 iRating und so neu starten. Ich habe damals, glaube ich, vieles falsch gemacht. Auch hier seht ihr, ich gehe in die Startaufstellung und ich habe vor, hier mitzufahren. Obwohl ich Safety Rating sammeln will, gehe ich in die Startaufstellung. Und das hat den einfachen Grund, weil ich mittlerweile die Philosophie vertrete, dass du in iRacing einfach fahren solltest. Und zwar von Anfang an Rennen fahren. Denn da unten sind die Fehler noch am billigsten. Mit anderen Worten, da sind viele Leute, die es nicht können. Da ist dir keiner sehr böse, wenn du mal einen Unfall baust oder einen Fehler machst. Und ihr werdet es auch in dem Rennen sehen. Ich sammle ein paar Inks, also fehlerfrei bin ich nicht durchgekommen. Aber ich kann euch sagen, mit einem höheren Rating hätte ich die Fehler anders bezahlt, wie ich sie bezahlen werde. Aber da können wir dann nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es soweit ist. So, ich gebe auch mal ein bisschen Gas. Weil der Kollege neben mir ganz intensiv Gas gibt. So, der schubst mich mal an. Das ging ihm wohl nicht schnell genug, dass ich losfahre. Ich weiß nicht, also nur weil das heißt, die rollen alle, heißt das nicht, dass wir losfahren müssen. Warum der da gemeint hat, er muss direkt losfahren, wundert mich. So, und was macht der vor mir? Der gehört nach außen. Du hast da einen Pfeil, du sollst nach außen. Lass mir mal ein bisschen Platz, ich gehöre neben dich. Ach Gott, wenn man ein Auto schon in Spanien Flagge hat und Iberia auf der Seite stehen hat. Alter, sag mal, was hat denn der vor? Will der mich abräumen? Wir sind doch hier nicht in der Formel 1. Du bist nicht Lewis Hamilton und nicht Fernando Alonso, ey. Geh mal in deine Position und halt die einfach mal, Kumpel. Ey! Alter, da kriege ich Angst. Wie dicht ist der neben mir? Hat der... Hat sie doch nicht mehr alle. Das ist doch nicht normal, oder? Guck dir das mal an. Kannst du nicht mal dort fahren, wo du hingehörst? Jetzt kommt die 13 von hinten vor und will auch noch da rein. Jetzt macht er immer langsamer vor mir. Also, hallo. Jetzt sagt der 2 Stop. Also die Nummer 2 soll aufhören, aber ich glaube, das hat Nummer 2 nicht verstanden. Weil es war nicht spanisch, ja. So, Pace Car ist in. Jetzt kommt gleich grün. Was macht der vor mir? Ich komme mir vor, als bin ich in der Formel 1 bei Lewis Hamilton. Setzt sich vor mich, bremst, gibt Gas, bremst, gibt Gas. Wir starten normal nebeneinander, nicht hintereinander. Was soll denn der Käse von dem? Ist unglaublich. Eigentlich müsste ich den reporten.
Ja, und dann sind wir auf einem 40-Runden-Rennen hier. Und ich habe keine Ahnung von Ovalrennen. War mein erstes nach langer, langer Zeit. Und ich hatte Schiss wie Sau. Wobei, eigentlich gab es nichts zu verlieren, ne? Weil, also das ist sowieso ein neues Motto von mir. Scheißegal. So, da habe ich mal die Delta-Time angemacht. Ach, ja, komm, dann geh durch. Nervensäge, Nummer 13. Du bist auch so ein Held. Der hat es auch noch nicht geschnallt, wie iRacing funktioniert. Das ist immer das Gleiche. Die Leute, die wollen... Ist egal. Ob ich Dritter werde oder Zweiter werde, ich werde ordentlich iRating dazu gewinnen und ordentlich Safety Rating dazu gewinnen. Ja. Und es sind noch 37 Runden to go. Aber ich muss angreifen. Ich muss schon vorbei. Gibt auch eine Taktik, die heißt hinten dran bleiben, Reifen schonen, Sprit schonen und sich für den Schluss vorbereiten. Ja. Tun die aber nicht hier. So, wir fahren schön 23,7. Also langsam sind wir nicht. Das ist Qualifying Speed. Also nicht, dass einer denkt, jetzt habe ich hier einen Schleichgang drin. Wir fahren schon Rennen, ja. So ist es nicht. Jetzt drückt der sich innen durch. Und ich denke schon, die kommen sich aber verdammt nah im Kurvenausgang. Und der Einzige, der noch Linie fährt, bin ich, weil die zwei fahren ja gegeneinander. Die fahren nebeneinander und von hinten kommen wahrscheinlich dann die Gegner nah. Und das ist genau das, was ich eigentlich nicht will. Die sollen aufhören, sich zu bekriegen. Die sollen wegfahren vorne. Der Kampf um den Sieg, den können wir später führen. Aber das ist halt Rookie-Serie. Die haben das noch nicht geschnallt. Die meinen, in der ersten Kurve gewinnst ein Rennen. Tja, das gute iRacing. Von vielen Leuten vieles falsch verstanden. Und ich krieg dann immer böse Kommentare, wenn ich sage, warum kämpfen die schon? Das ist wie soll ich das nennen? Das ist Racecraft, heißt das. Versteht ihr? Racecraft. Es geht nicht darum, nur schnell zu sein. Du musst doch Rennen fahren können. Und Rennen fährt man intelligent. Deshalb gibt es Seiten, die heißen Smart is fast oder Safe is fast oder... Ja, weil es gehört einfach dazu. Letztes habe ich mal von einem richtigen Rennen auf der Nordschleife eine Onboard-Kamera gesehen. Da siehst du regelrecht, wie jedes Auto, wo er näher kommt und kann sich nebendran setzen, früher bremst für in die Kurve rein. Jedes Auto, was er praktisch halb überholt hat, bremst früher, lässt ihn vorbei, um in die Kurve einzufahren. Weil da hängt einfach euer Leben und eure Gesundheit dran. Da hält man nicht gegen. Und in iRacing meint jeder, ist ja nur ein Spiel, ist ja virtuell, kann ja nichts kaputt gehen, muss ich überall gegenhalten. Und dabei machen die aber das Rennen kaputt. Das kapieren die Leute nur nicht. Dieses gegeneinander kämpfen, dieses Gegenhalten, das verlangsamt diejenigen, die das tun. Und dann kommen von hinten weitere ran und dann gibt es Stau hinter denen und dann kommt es zu Unfällen. Ui. Da habe ich mal ein bisschen langsam gemacht, weil ich gedacht habe, nicht, dass der gleich wieder hochgeschossen kommt. Und wie ihr seht, da wird direkt wieder in die Lücke voll reingedeift. Den habe ich gar nicht kommen sehen. Weil mehr wie das, was ihr seht, sehe ich gerade auch nicht. Ich habe gerade keinen dritten Monitor, deshalb kann ich nur auf einem zocken. Und das war mutig, also das hätte auch anders ausgehen können, weil ich habe den beim besten Willen, ich habe den nicht kommen sehen. So im Spiegel und vom Gehör her habe ich gehört, dass da einer kommt, ja, aber... Das war mehr oder weniger Erfahrung und Glück. Und der muss natürlich volle Kanne reinhalten, weil wenn er nicht volle Kanne reinhält, hat er ja keine Siegchance. So, jetzt hat er da wieder beinahe das Auto verloren, jetzt bin ich neben ihm, lass ihm natürlich oben Platz. Und direkt wieder vor mich.
Weil darum geht's in iRacing. Ja, die wollen alle gewinnen und ich verstehe nicht warum. Gibt keinen Grund dafür. Du kannst ganz relaxed fahren, du kannst schnell fahren, du kannst clever fahren und kannst ganz gute Ergebnisse rausholen, ohne dass du in der Anfangsphase von einem Rennen so viel riskieren musst, wie es die Leute machen. Ich verstehe es nicht. Ich habe vorhin den 12-Stunden-Rennen Anfang geguckt und in Turn 1 ist ein Top-Split-Fahrzeug in der GT3-Klasse ausgeschieden, weil er meinte, er muss oder irgendeiner, ich will jetzt nicht sagen, er war es, aber ich sag mal, irgendeiner hat die Linie eng gemacht, dadurch wird alles eng und dann hat dann halt noch einer ein bisschen später gebremst und war auf der Innenseite, was dann auch nicht zusammengeht und dann sind die zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert und das hat den einen in die Wand katapultiert und da war für die nach T1, upsa, also T1 ist Turn 1, erste Kurve war für den ein 12-Stunden-Rennen beendet. Und da sage ich mir, was kannst du in dieser ersten Kurve denn gewinnen, was du nicht nach 12 Stunden auch haben kannst? Die Logik will bei mir nicht in den Kopf. Versteht ihr, warum man sowas machen muss? Dieses Rennen ist lang. Wir sind jetzt in Runde 17. Glaubt ihr, das geht so aus, nur weil wir so fahren? Im Leben nicht. So, wir haben schön abgesetzt. Wir haben 2,5 Sekunden Vorsprung. So, die ersten scheiden aus. Da hat sich schon einer gewickelt. Da überrunden wir schon einen. So, der hat sich wohl auch zurückgesetzt und ja, ich kann nicht mehr gewinnen. Ich verlasse das Rennen. Leute, ihr habt hier Fast Repair und alles, ey. Dann fahrt doch rum unten, fahrt in die Box. Fast Repair holen, wieder raus auf die Strecke. Dann werdet ihr halt letzter, aber bringt's doch zu Ende. Das ist doch einfach nur sportlich. Auch sowas. Alle geben so schnell auf in solchen Rennen. Dabei ist doch noch lang nichts rum. Na, wenn jetzt einer ausscheidet und muss getaut werden und muss repariert werden und. Ey! Fährt der mir in die Karre? Viel zu aggressiv dafür, dass das Rennen Halbzeit ist. Und direkt unten reinhalten, wenn ich ein bisschen rauskomme, ne? Das ist ja... Zu viel Nesca geguckt. Zu wenig verstanden. So, und jetzt macht der mir hinter mir Angst, weil der überall so rein... Also, versteht ihr, der will so schnell rein. Und... Jetzt muss ich auch noch in den Rückspiegel gucken. Jetzt habe ich nicht nur einen crazy Guy vor mir, jetzt habe ich auch noch einen Verrückten hinter mir. Gott, ich habe 140 Frames und trotzdem ruckelt die Grafik. Erklär mir das mal einer, ich verstehe es nicht. So, ich greife Platz 1 an. Der nicht mehr komplett runterkommt im Moment. Ich glaube, bei dem lassen die Reifen so ein bisschen nach. So, und was heißt, ich greife den an? Wir gehen jetzt in die zweite Rennhalbzeit. Und jetzt versuche ich mich natürlich mit da vorne dem, wenn es geht, von hinten dem abzusetzen. Und wenn die Chance besteht, dass ich den Platz 1 überholen kann, dann versuche ich das auch, ja. Wenn es schief geht, geht es halt schief. Aber jetzt haben wir schon mal Rennhalbzeit. Und die ersten überrundeten Fahrzeuge kommen. Da hast du halt bessere Chancen. Oh, wenn du freie Sicht hast. Und jetzt fängt der da an rumzulecken. Auch noch. Plinky Plinky Karre. Aber vor Iberia-Fahrer, ich habe immer Angst vor denen. Die sind irgendwie, ich weiß auch nicht. Die haben Alonso in der Muttermilch aufgesaugt oder so. Keine Ahnung. Die meinen, weil Fernando schnell ist, sind sie alle schnell. Wenn ich mit dem Selbstverständnis rangehen würde, würde ich sagen, hey, wir hatten Schumacher, wir haben Vettel. Ich muss King sein auf der Straße. So in etwa kommen mir die Iberia-Fahrer vor. So, jetzt kommt von hinten der wieder auf, weil der da vorne nicht in die Pötte kommt. Dass wir uns gemeinsam hier absetzen können. Und der hinten hat freie Bahn gehabt die ganze Zeit. Jetzt kommt er wieder drauf und jetzt sitzen wir wieder im Nacken. Ja, und er täuscht schon an.
Wir berühren uns ganz leicht. Aber es hat nicht gezählt als Car Contact. Finde ich auch interessant. In der festen Überzeugung, wir haben uns ganz leicht berührt. So, und wir laufen auf. Und wisst ihr was? Ich habe dann hier die Tür aufgemacht und habe gedacht, komm, geh durch. Schieß Iberia ab, nicht mich. Du nervst. Jetzt bedankt er sich bei mir, weil das hat es immer noch nicht gerafft, ne? Das bringt ihm überhaupt nichts. Das bringt ihm 10 oder 20 I-Rating mehr. Ach, legen die alle Wert auf ihr I-Rating, ey. Das ist unglaublich. Das I-Rating. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, der geschissen auf I-Rating, geschissen auf Safety-Rating. Kann ich mir nichts kaufen von. Selbst wenn da 5000 steht, kann ich mir nichts kaufen von. Unkommunikativ war er, wie alle Armees. Er sagt ihm, es ist Heck gekommen, Marias. Und das habe ich gelesen und das ist immer schlecht, wenn du sowas liest, weil, ihr hört's, hier kommt mir's Heck, ich fange ihn ab und verliere Plätze. Na, herzlichen Glückwunsch. So, der lässt mich zum Glück wieder rein. Jetzt zieht er unten auch noch daneben, weil wir haben alle keine Geduld und wollen alle Plätze gewinnen. Wollen sie noch 10 Runden und jetzt geht es eigentlich Rennfahren los und da vorne fahren sie sich schon in die Karre. Und das war der Führende. Ah, super, danke. Das war der Führende mit dem Zweitplatzierten. Jetzt rollt der mir noch vors Auto. Und da fährt außen noch einer vorbei. Bremse, Freunde, Bremse. Jetzt klemmt der mich noch ein. Dann fahr doch... Oh Gott, wo willst du denn hin mit deinem Scheißding? Und jetzt sagt der praktisch, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, warum will der denn unbedingt jetzt so nach vorne und so weiter, der schreibt jetzt idiot. Das sind die Leute, die dann sagen, du kommst nicht aus Rookies raus, weil die fahren dir alle in die Karre. Don't turn down on someone, ja. Das ist seine Sicht der Dinge. Ja, wir haben es später noch im Replay, da können wir es noch analysieren. Aber Fakt ist ganz einfach, du musst dich schadenfrei halten in so einem Rennen. Es geht nicht ums Gewinnen, es geht ums schadenfrei durchfahren. Möglichst weit vorne, ganz klar, aber ohne Ink. Dann kommst du auch raus aus Rookie. So einer kommt nicht raus aus Rookie, der will so hart gewinnen, dass es am Schluss kracht. Er hat viel zu viel riskiert. Hätte ich nicht ab und zu Rücksicht genommen und hätte ihn auch irgendwo vorbeigewunken, hätte der und ich gekracht. Und da fahren sie sich auch schon wieder in die Karre. Ja, wo ich dann denke, Leute, was schafft ihr denn? Rafft ihr es nicht? Wir haben noch 7 Runden Zeit. So, und ich packe jetzt hier meine Laps wieder aus, fahre wieder schöner. Rundenzeiten, wenn es möglich ist. Die Reifen, die sind halt nicht mehr so dolle. Die anderen sind noch langsamer. So, jetzt können wir gleich in Angriff setzen auf die 14. Komme ich rein? Ja. Da bin ich einfach mal so frei und dive frei, nachdem er mir den Weg versperrt hat. Das Auto, was den Platz gekriegt hat, den ich nicht einnehmen konnte, weil der quer vor mir stand, ist Dritter. Der fährt da vorne. Und da sage ich ganz ehrlich, also, ich meine, ich hätte dem Unfall ausweichen können, sieht man auch später, wenn ich den Unfall richtig analysiert hätte. Ja. Ich bin auch neu auf dem Oval. Ich habe nicht kommen sehen, dass die nach unten gehen. Auf der Geraden. Hier in der Kurve hätte ich gesagt, die rutschen wahrscheinlich nach unten, ich gehe weiter hoch. Ja, und wäre oben vorbeigefahren. Problem ist, hätten sie dann die Bremse zugemacht, hätten sie oben gestanden und ich wäre reingefahren. Das Problem ist, die sind halt nicht predictable, sage ich immer so schön. Da unten musst du davon ausgehen, keiner hat Ahnung von dem, was er da tut. Also praktisch genauso viel Ahnung wie ich. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich einen Unfall habe,
Ich mach die Bremse zu. Ja, dass ich nicht rumroll unkontrolliert. Dass jeder, der angefahren kommt, weiß, wo ich stehe und dort bleib ich. Die sind alle rumgerollt. Ich weiß nicht, ob man das später nochmal sieht, aber da stand keiner. Die haben sich alle noch bewegt. Es gab einen Unfall, die sind da alle reingefahren, weil sich welche bewegt haben. Und dann haben die sich auch alle bewegt und dann habe ich es falsch eingeschätzt und dann wollte ich nach unten ziehen. Und dann kommt von unten noch einer hoch und dann, ja, bumm, genau mitten rein. So, dabei holen wir den nächsten. Haben wir auch vorbereitet, schön. Das ist eher außen zwar schneller als wir, aber wir haben hier die Innenseite in die Kurve rein und da hängen wir dann ab. Und so haben wir zwei Runden vor Schluss noch überholt. Jetzt haben wir die White Flag. Und irgendwo hinter uns, 10 Sekunden nach uns, kommt jetzt der Führende übers Ziel. Und dann geht's Feuerwerk ab. So, da sind wir am Ziel. Vierter sind wir geworden. 6 Inks haben wir gesammelt. Und hätte ich jetzt eine höhere Lizenz, hätte ich da Safety Rating bezahlt. Aber da ich D-Klasse bin, bin ich mal gespannt, was wir kriegen. Eigentlich müssten wir Plus machen. So, wir sind nochmal eine 24.3. Ach, keine Ahnung. 23.7 war auf jeden Fall die beste Lap und die Optimum Lap war auch eine 23.726 hier in dieser Session. Also wir sind die Optimumzeit auch gefahren als schnellste Rundenzeit und ja, dass ich hier so ein bisschen weiterfahre, das hat damit zu tun wegen dem Safety Rating, ne? Also weil solange die Zeit läuft, na super. Aber es sind alle im Ziel. Jetzt können wir eh abstellen. Das siebte zählt nicht mehr, weil alle im Ziel sind. Bin ja schon dreimal drüber gefahren. So, hier sehen wir nochmal die Situation. So, da haben wir die Situation nochmal. Das ist also der Führende, ist die Nummer 2 und hinter ihm ist jetzt die Nummer. Also, das ist die Nummer 2 ist der Führende, dann hinten dran Platz 2. Der Führende versucht zu überrunden und der sieht da unten seine Chance. Und also, er sagt ja, don't turn down on me. Also, für mich ist er ihm reingefahren. Ja, und da komme ich, bumm, auch noch in die Mitte rein. Weil keiner stehen bleibt, alles bewegt sich. Es gab gerade einen Unfall, alle bewegen sich. Jetzt ist der ganz oben, da fährt einer durch, jetzt komme ich unten. Und in dem Moment, wo ich unten komme, zieht er runter und macht mir da auch noch einen Weg zu, weil er keine Ahnung, wo der hin wollte. Ach. Egal, kann man lange drüber streiten. Ich hoffe, ich kriege das Ganze jetzt noch so gecuttet. Ich habe da dummerweise mit der Maus ein Bild rumgemacht, habe den Videoplayer aufgerufen und Chaos gestiftet. So, hier sehen wir nochmal, ich glaube, da ist Mias Heck gekommen. Genau, da kommt Mias Heck und dann fange ich ihn ab und verliere ein paar Plätze. Und hier haben wir die Nummer 15. Das ist der, der das Rennen gewonnen hat. Und jetzt guckt mal den an. Also die fahren sich in die Karre. Keiner bleibt stehen. Alles fliegt durch die Gegend. Da wird berührt, kommt durch. Der Rest kracht rein. So, dann sind wir in der Abrechnung. Es war ein 1344er Strength of Field, also ein SOF. Das war der Second Split. Das war nicht mal der schnellste. Und wir wurden Vierter und wir haben gewonnen 55 I-Rating und 0.1 Safety Rating. Und das trotz 6 Incidents, und das haben wir halt der D-Klasse zu verdanken. Und meine schnellste Rundenzeit, ja, war nicht die schnellste, aber die war schon ordentlich dabei. Gut, ich sage an der Stelle dann schon mal danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.